Hallo Leute, ich habe was von Maybelline zugeschickt bekommen und zwar dieses Paket hier. Eine Info vorab, ich habe das Paket kostenlos zugeschickt bekommen, aber es ist keine bezahlte Werbung. Ich werde dafür nicht bezahlt und ich muss das Video auch nicht drehen. Ich wollte das nur mit euch zusammen auspacken und meine ehrliche Meinung zu diesen Stiften sagen. Und zwar sind das Color Tattoo Eye Sticks von Maybelline und ich benutze ja auch bunte Kajals. Schon über einen längeren Zeitraum, vor allem im Sommer mag ich die sehr gerne. So sehen die hier aus. Das sind 1, 2, 3, 4, 4 Stück. Ich werde die jetzt mit euch zusammen swatchen und dann zeige ich euch, wie die aussehen. Also das ist jetzt einmal hier braun, dann lila, also Gold, denke ich mal, und grün. Und ich denke mal so der grüne und der lilane, die auf die bin ich jetzt am meisten gespannt. Ich packe die jetzt mal schnell aus. Jetzt werde ich sie swatchen. Erst kommt der braune. Oh, so sieht das hier aus. Oh, sehr cremig. Eine sehr, sehr cremige Substanz. Lässt sich bestimmt leicht auftragen. Noch einmal. Das ist so ein olivfarbener. Genau. Das ist jetzt ein brauner. So, der nächste, ach, das ist jetzt der lila, ne? Auf den bin ich. Oh mein Gott, Leute, der ist echt schön. Der gefällt mir sehr gut. Mit etwas Glitzer oder so. Mag ich sehr gerne. Ich glaube, ich werde jetzt entweder den lilanen oder diesen goldenen hier. So sieht der goldene hier aus. Testen. Oh, ich will ja jetzt alle testen eigentlich. Aber ich werde jetzt den lilanen heute benutzen. Ich mache jetzt mal den Wimpernfilter aus. So. Es ist schwierig, weil ich ja schon geschminkt bin. So Leute, man kann den natürlich als Kajal, aber auch komplett als Lidschatten verwenden. Also ich habe den jetzt komplett als Lidschatten verwendet. Und vor allem diese lila Farbe, wenn man grüne Augen hat. Das sieht so Bombe aus. Aber wie gesagt, da gibt es ja für alle Augenfarben die passende Farbe. Also ich bin sehr begeistert. Ich finde die toll. Mal schauen, wie sich im Laufe des Tages verhalten werden. Aber so auf den ersten Blick. Gefällt mir sehr gut. Und im nächsten Video teste ich dann die anderen Farben. Ich werde euch das verlinken und auch in der Beschreibung zeigen, wie die heißen.